Da hast du schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich jetzt als nächstes fragen, was glaubst du denn, was bezweckt diese Wokeness? Worauf läuft das hinaus? Was ist das große Ziel damit? Es ist ein Herrschaftsinstrument. Also erstmal kann man damit die Gesellschaft spalten. Man kann sie in Untergruppen spalten. Man kann sagen, hier habt ihr diese Woke-Ideologie, wenn ihr euch für das Gute einsetzen wollt. Und für alle, die das ablehnen, hier habt ihr eine schöne rechtskonservative Politik, die das ablehnt, die dann aber genauso neoliberal, genauso im europäischen Fall transatlantisch ist wie die andere Seite. Also man hat da zwei Seiten, die das gleiche wollen. Das sieht man in Deutschland sehr gut. Also die CDU, die versucht sich ja gerade als Anti-Woke zu inszenieren, ist aber wirtschaftspolitisch, außenpolitisch auf genau der gleichen Linie wie die Grünen. Und ob sie da wirklich so gegen Wokeness ist, das wird sie dann nach der Wahl zeigen. Also, da bin ich ja bei dir, was die CDU betrifft. Ja, also ich schaue mir die Parteien an. Und wenn ich schon sehe, dass sie pro EU, pro NATO, pro Amerika, transatlantisch halt sind. Und die CDU ist durch und durch transatlantisch. Ja, die ist so gegründet worden. Dann weiß ich schon, das ist eine Partei, auf die kann ich nicht zählen. Da bin ich absolut bei dir. Aber jetzt in diesem Bezug, wie schätzt du dann, du hast es eben ja schon gesagt, es ist nicht homogen, richtig, aber zum Beispiel die AfD, den kann man ja jetzt kein Transatlantikum oder so vorwerfen. Das ist auch so der Punkt, wo ich sage, die AfD finde ich da dann schon interessanter, jetzt im Vergleich zur CDU vor allem, ja. Doch, Teilen der AfD-Bundestagsfraktion schon. Also den kann man schon Verflechtung zur Rüstungsindustrie, transatlantische Haltung, das sieht man auch, wie gesagt, gerade im Nahostkonflikt sehr stark, das kann man denen schon unterstellen. Wie gesagt, vor allem die West-AfD, in der Ost-AfD, da habe ich da sehr viele basierte Decks zugehört. Na, aber wir wollen jetzt nicht so konkret auf Deutschland gehen, das war ja nur ein Beispiel. Ja, okay. Dann, dieser Wokismus kann man damit langfristig gesehen natürlich auch Kriege rechtfertigen. Also man hat ja beispielsweise unser Engagement in Afghanistan damit gerechtfertigt, dass wir dort Mädchenschulen bauen, dass wir uns für die Rechte der Frauen einsetzen. Das wird jetzt noch viel mehr kommen. Also in Zukunft wird man sagen, wir müssen in Land XY einmarschieren, weil dort die Homosexuellen unterdrückt werden. Das haben wir jetzt gesehen in Ungarn und Katar im Rahmen der Fußball-Europa- und Weltmeisterschaft, die letzten beiden. Erst bei Ungarn. Da war doch das Thema mit der Regenbogenflagge und dem Regenbogen-Allianz-Stadion bei der, war das die Europameisterschaft? Ja, ich meine schon. Und letztes Jahr Katar, ja, homosexuellen Rechte und all sowas. Da gebe ich dir absolut recht. Das wird da auf jeden Fall, oder auch wenn man dann auf den Iran guckt, ja, hier eure Frauenrechte und so. Das sehe ich tatsächlich auch so, ja, dass das geopolitisch dann irgendwie so genutzt wird. Damit man dann auch der eigenen Bevölkerung, die dann hoffentlich so woke wie möglich ist zu diesem Zeitpunkt, denen dann auch rechtfertigen kann, guck mal, das sind die Bösen, wir müssen da was tun. Und dann vielleicht im schlimmsten Fall und vielleicht sogar irgendwann zu den Waffen oder zu anderen Mitteln greift. Ja, das kann ich mir schon so vorstellen. Wie seht ihr das, Panda? Panda, sag du doch mal was. Ja, es kann durchaus als ein solches Werkzeug genutzt werden, das ist, sieht man ja. Es wird ja getan. Okay, Star. Ich widerspreche dir. Einfach mal, muss so sein eigentlich. Dann bring mir deine besten Argumente. Du bist alt und hast keine Ahnung. Ich glaube, das sind genug Argumente. Okay. Ja, okay, ich bin doch von Star überzeugt. Das ist schade, okay. Naja, aber ich glaube, dann sind wir uns da einig. Ja. Ja. Das läuft ja schon, seit sie die Frauen zum Rauchen animiert haben, indem sie dadurch Selbstbestimmung als Grund nannten. Ja, die Fackel der Freiheit nennt man das, habe ich bei Erwin gelernt. Ja, aber ich habe das auch woanders schon gehört. Oder auch Frauen zur Arbeit. Bitte? Oder auch Frauen zur Arbeit. War ja auch Selbstbestimmung und die Emanzipation. Ja, klar, ne, da hat man ja auch von profitiert. Die Familien haben darunter gelitten, aber man hat halt mehr Arbeiter und Steuerzahler dann auch gehabt, ne? Die Familienstruktur wird dadurch völlig aufgelöst und man ist mehr vom Staat abhängig. Wie siehst du denn so diese Thematik? Zum Beispiel, wir waren ja eh beim Thema Shoyoka, die ja immer alles als Frauenhass interpretiert. Was natürlich Quatsch ist, hast du ja auch schon gesagt. Aber wie siehst du so die Entwicklung vielleicht des Feminismus, nicht nur jetzt den, wie nennt man das, intersektionalen Queer-Feminismus, sondern vielleicht auch den von Alice Schwarzer in den 70ern und sowas, diese Bewegung. Damit habe ich mich. Ich muss sagen, dazu habe ich mich zu wenig mit der Situation in der Bundesrepublik der 50er bis 70er Jahre, was Frauenrechte angeht, beschäftigt. Also das war ja so diese Zeit. Ich weiß, dass Frauen in Deutschland seit 1919, also seit Gründung der Weimarer Republik, wählen durften.
Aber da gab es ja noch rechtliche Benachteiligungen, wie weit die gingen, ob da jetzt Proteste gerechtfertigt waren, en Detail, keine Ahnung. Aber nachdem Frauen gleichberechtigt waren, ist sowas meiner Meinung nach nicht mehr gerechtfertigt. Hier die wichtigste Frage, die es da wahrscheinlich schon auf den Lippen hängt. Frauenwahlrecht auf oder zu? Auf. Okay. hätte ja sein können. Panda, wie siehst du das? Ja. Willst du weiterhin wählen dürfen? Auf jeden Fall zu. Nein, natürlich. Also, ja, ist klar. Ich bin gegen das Wahlrecht für, keine Ahnung, Grüne. Dumme Leute. Grüne. Nee, weiß Veganer. Nicht. Veganer, Männer. Gegen das Wahlrecht für Männer. Vegan. Gegen das Wahlrecht. Panda ist gegen das Wahlrecht. Merkt euch das. Oder das. Peter Ludolf fragt gerade mal Meinung zu Björn Höcke. Hast du ja vorhin schon gebracht. Vielleicht war er da noch nicht da. Vielleicht ganz kompakt mal so für Peter. Also er ist nicht transatlantisch. Er ist nicht neoliberal. Also scheint er nicht zu sein. Wie gesagt, ich würde mir wirtschaftspolitisch mehr Details wünschen. Er hat einen guten strategischen Blick. Und ja, wie gesagt, also diese radikalen Redenäußerungen, die wir gehört haben und also diese, ja, sagt mir jetzt nicht so zu, aber ich habe da jetzt inhaltlich nur nicht so Schlimmes gehört, dass ich sagen würde, mit dem darf man nichts mehr zu tun haben, sondern ich finde, er ist einer der vernünftigeren AfD-Politiker. Ja, das ist genau auch mein Eindruck. Ich selbst bin ja auch nicht so krass deep drin gewesen, so jetzt was da einzelne Aussagen Politiker und so betrifft, grundsätzlich, sondern eher im allgemeinen Programm. Und da habe ich natürlich auch immer gehört, ja, Höcke, das ist ja so der schlimme Nazi, hat dies und das gesagt. Und ich bin dann natürlich jemand, der sich dann irgendwie selber damit auseinandersetzen will und sich selbst von etwas überzeugen will, warum das denn so schlimm ist, wenn ich das in den Medien höre. Und da habe ich halt geguckt, so die besten Argumente waren so, ja, der hat mal zum Beispiel alles für Deutschland gesagt oder das war ja nur, nee, das mit dem Flinkschuss war Gauland, aber hier irgendwie mit der Schande, ne, hier mit dem Mahnmal. Das ist halt die Schande. Mahnmal der Schande. Ja, das oder Mahnmal der Schande, genau. Ja, ja. Nur das. Dann sieht man halt, dass das immer so aus dem Kontext gezogen ist und geframed wird. Weil mit Mahnmal der Schande sagt er, ja, das war ja eine Schande, was wir getan haben. Aber es wird so gesagt, als wäre es eine Schande, dass wir damit irgendwie, ja, keine Ahnung, uns das hier aufbürden. Und da denke ich mir, okay, wenn das die besten Argumente sind, muss man halt mal inhaltlich erstmal hinschauen. Und inhaltlich, finde ich halt echt sehr viel von ihm sehr basiert, muss ich sagen. Also habe ich gar nicht so viel zu kritisieren. Man kann natürlich schon sagen, dass da ab und zu mal ein bisschen Provokation bei ist in der Rhetorik. Aber das ist ja heutzutage üblich im Politik-Game, selbst im Influencer-Game. Ja, aber manche Sachen finde ich wirklich drüber. Also wir werden Volksteile verlieren, da fällt mir jetzt keine gemäßigte Interpretation von ein beispielsweise. Und da würde ich sagen, gesagt, da denkt er wahrscheinlich an die Demografie, die halt kaum noch Kinder bekommt, weil wir haben ja irgendwie eine Geburtenrate von was, 1,2 oder so derzeit. Ich denke mal, in die Hinsicht wird er das gemeint haben, ne? Das halt. Nee, er meinte schon Volksteile, die sich dieser Islamisierung und auch, was hat er da noch gesagt, nicht bereit und Arabisierung bereit sind, entgegenzustellen. Also schon Volksteile, die einer anderen politischen Meinung sind als er. Und das geht ja auch ziemlich in die Richtung, was Shlomo in seinem Talk mit Erwin gesagt hat, was ich schon drüber finde. Okay. Also was ich schon drüber finde. Aber naja, da gemeint, braucht man gar nicht vielleicht den Kontext dafür, gemeint war seitens Höcke ja nicht, dass er die umbringt oder dass er die einsperrt, sondern es ging hier vor allem um die Teile, die dann auswandern wegen der Politik. Das war der Grundgedanke, den Höcke dahinter hatte. Okay, das wäre eine gemäßigte Interpretation. Dann hätte er recht, wenn er damit meinen sollte, dass die Volksteile dann selber abwandern. Aber Shlomo hat ja beispielsweise vorgeschlagen, diesem einen Typen, also ich will da jetzt nicht en Detail drauf eingehen, das wäre... Wenn man irgendein Problem mit jemandem hat, wäre es besser, das mit ihm direkt zu besprechen. Hast du recht. Oder mit konkreten Aussagen. Also, Höcke in den Real Talk ist sass. Aber glaubst du denn dann in dem Fall, wenn er sowas sagt, das wäre jetzt nur noch meine letzte Frage diesbezüglich, dass er da wirklich was Radikales meint, wie alle in die Züge oder was stellst du dir darunter? Was ist denn dann deine Interpretation dessen, den du problematisch findest? Also nee, also seine Forderungen, seine konkreten, sind ja jetzt nicht radikal. Er fordert ja beispielsweise nur das alte Staatsbürgerschaftsrecht zurück, also für neue Staatsbürgerschaft. Also nicht, dass Leuten, die schon Staatsbürgerschaft haben, dass die wieder weggenommen wird, sondern dass einfach für alte Staatsbürgerschaften wieder, also dass für neue Staatsbürgerschaften wieder das alte Recht gilt. Was wir ja bis zum Jahr 2000, glaube ich, noch hatten, ne?
Ja, und das ist ja eine legitime Forderung. Also sonst wäre ja die CDU von der, vor dem, also die CDU aus dem Jahre 2000 wäre dann ja verfassungsfeindlich. Das wäre ja völlig irre, sowas zu behaupten. Wäre sie heute, nach heutigem Maßstab, wäre sie das, weil sie tatsächlich damals noch einen ethischen Volksbegriff hat, einen ethnischen. Und der ist ja heute rechtsextrem. Ja, wie gesagt, wenn du jetzt sagst, wir nehmen Millionen Leuten, die schon die Staatsbürgerschaft haben, die wieder weg, das wäre was völlig anderes, die legal bekommen haben. Oder wir selektieren Leute aus, die eine andere Meinung haben. Das wäre was völlig anderes. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist doch problematisch. Also wenn es nicht umsetzbar auch real politisch, dann den Leuten irgendwie eine Staatsbürgerschaft wieder wegzunehmen. Was aber auf jeden Fall schon mal wichtig wäre, ist, die Staatsbürgerschaft nicht so schnell auszuteilen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Da hattest du ja auch vorhin was gesagt, so diesbezüglich. Ja. Ja, wie gesagt, das wäre dann für neue. Ja. Und was ich gerade noch sagen wollte, es gibt noch andere Leute, die außerhalb der AfD, die viel, viel krassere Äußerungen getätigt hatten. Markus Krall hat beispielsweise, der will jetzt auch eine Partei gründen, die Abschaffung des allgemeinen Wahlrechts gefordert. Und dann sagt er, ich will eine gemäßigte Partei zwischen CDU und AfD. Nein, das wäre nicht gemäßigt. Das wär, wie hat er das begründet, wenn ich fragen darf? Ich habe das nicht mitbekommen. Also alle Nettosteuerzahler haben noch ein Wahlrecht, alle Nicht-Nettosteuerzahler, alle, die mehr Transfers bekommen als Steuern zahlen, die haben kein Wahlrecht mehr. Okay, das ist so der Liber- gar nicht mal so schlecht. Ja, ist aber so der libertäre also Take, ne? Rentner. Ja, ja. Verstehe. Also solche Leute hätten dann kein Wahlrecht mehr. Ja, dann oder Leute, die im Unternehmen arbeiten, Subventionen erhalten. Ja. Ja, ja, okay. Nee, also gerade deine Haltung bezüglich Höcke, dass du selber auch von Anfang an schon gesagt hast, dass er für dich einer der, was war das Wort, gemäßigteren oder zumindest besseren AfDlern oder sympathischeren AfDlern wäre, fand ich ganz gut, weil ich da schon auch ähnlich sehe. Also inhaltlich. Ja, genau, genau. Und da hört man jetzt zum Beispiel bei Erwin, der sagt dann immer so, oh ne, der ist ja ganz schlimm, aber ich habe mich eigentlich nicht mit ihm beschäftigt und da würde ich ihm immer raten, beschäftige dich doch mal damit. Ja, so. Also, Erwin hatte vor allem ein Problem mit dieser Äußerung von Schlomo, dass er Leuten, die die Staatsbürgerschaft schon haben, die wieder wegnehmen will, aufgrund ziemlich klar festgelegter Kriterien, sondern ziemlich willkürlicher Kriterien. Ja gut, wenn das jetzt zum Beispiel aufgrund von Meinungen und so wäre, dann kenne ich das auch nicht gut. Aber jetzt zum Beispiel Leute, die jetzt straffällig werden, Verbrecher und so, da würde ich schon auch tatsächlich dann in Erwägung ziehen, wenn es denn möglich ist. Aber nicht, wenn es Deutsche sind. Also... Ja, okay, ich weiß, wie du das meinst, ja. Ja, gut, ist halt die Frage, wie man das dann auslegt. Ich meine, wenn das in Anführungszeichen Deutsche sind seit 2 Jahren, die sprechen kein Wort Deutsch, was auch immer, und begehen dann härteste Strafen, kann man das durchaus so vertreten. Ich glaube, ihm geht es jetzt um die Definition. Also, wer ist denn dann Deutsch, wem kann man den Pass wegnehmen und wem nicht, so, ne? Da sehe ich halt die Gefahr von Slippery Slope, sobald wir, also du hast jetzt einen sehr extremen Fall genommen, sobald wir da sagen, okay, das sind keine Deutschen mehr, was ist dann mit Leuten, die 10 Jahre hier sind und, keine Ahnung, irgendwas geklaut haben? Oder die... Ja, wie gesagt, man müsste halt das genau definieren und also man kann diese Position vertreten, finde ich, wenn man es irgendwie sinnvoll begründen kann einfach, finde ich. So wie Schlomo das da argumentiert hatte in dem Gespräch mit Erwin, könntest du so jedem, den die AfD als schädlich für Deutschland ansieht, die Staatsbürgerschaft wegnehmen. Also okay, also ich habe es jetzt nicht gehört, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht ganz so vorstellen. Aber so wie er das argumentiert hat, er hat ja keine Kriterien genannt, keine allgemeinen, das war ja das Problem. Sondern er hat immer nur damit argumentiert, ja, dieser konkrete Fall, um den es ihm jetzt ging, der sei ja... der würde ja offenfeindlich zu Deutschland stehen und solchen Leuten könnte man die Staatsbürgerschaft wegnehmen und dass die Fragen eingebürgert wurden. Müssten wir jetzt Schlomo hier haben, damit wir ihn fragen könnten. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man über Aussagen von einem Dritten redet. Ja, genau. Wir sollten Schlomo hierher holen. Das ist eine gute Aussage, ja. Wir organisieren einfach den Talk Agitator gegen Schlomo und wir machen den Schiedsrichter. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was er da genau gesagt hat, deswegen schwierig, ohne ihn das zu besprechen, richtig. Aber, dazu sei gesagt, Schlomo ist ja nicht der Politiker, der den Gesetzestext schreiben wird, sondern in dem Fall wäre es dann vermutlich am ehesten jetzt zum Beispiel die AfD oder BSW oder sonst irgendwas. Das Ding ist, weder ein Höcke noch eine Weide noch irgendwer von denen schreibt irgendwas. Die setzen nicht das Parteiprogramm auf, die setzen gar nichts. Das machen am Ende die Fachpolitiker, die am Ende über die Liste in den Bundestag kommen. Da hat ein Höcke nicht so viel, ein gewisses Maß da mitzureden, aber er gestaltet das nicht. Auch das ist halt nicht sein Bereich, wo er weiß, was wie fern umzusetzen ist.
Mhm. Ihr schreibt Xperia, alle vor 2015 sind safe. Ja. Einfach so ein zeitliches Limit setzen. Ich hätte dementsprechend natürlich nochmal zwei Fragen, die natürlich immer gestellt werden müssen. Oh, ich weiß schon, welche. Beide wissen schon, worauf es hinausläuft. Du hast ja vorhin gesagt, als wir über J.K. Rowling geredet haben, dass du ja auch die Bücher gut fändest, oder nicht? Ja. Ah, würdest du sagen, die Weasleys sind woke oder nicht woke? Nein, die Frage ist... Das ist die falsche Frage, mein Gott. Ob die Weasleys rechts sind, ist die Frage. Okay. Links oder rechts? Sind die woke, sind die Weasleys rechts? Ich würde sagen, nach allem, woran ich mich erinnere, nein. Aber Gott, das heißt nach heutigem Standard, sagen wir mal so. Nach heutigem Standard, genau. Würden die Medien die als böse Rechte framen? Oder die Woken, so eine Shoyoka oder so. Wahrscheinlich, also ja, okay, so eine Shoyoka wahrscheinlich schon. Ja, gut, ich glaube auch. Gute Antwort. Wir haben sie schließlich mit einer Großfamilie zu tun, die weiß ist. Und viele Kinder hat. Und viele Kinder hat. Und sogar kritisch sind der Zauberregierung da. Die sind der Widerstand. Ja, das sind Reichsbürger. Quasi. In so Shoyokas Augen wahrscheinlich schon, ja. Hat er jetzt Lord Voldemort eher als rechts eingeordnet? Die ganzen Muggel. Also das ist ja schon ziemlich eindeutig die Referenz, die der eigentlich aufmacht. Mhm. Ja, er war quasi ein Rassist, würde man sagen, ne? Die ganzen Muggel. Ja. Aber ist Muggel sein eine Rasse? Das ist schwierig. Die zweite Frage ist da. Okay, wir stellen uns einen fairen Boxkampf vor. Bist du in einem fairen Boxkampf? Lass mich das Szenario bauen. Moment, wir machen es erstmal stumpf. Okay. Okay. Wie viele Frauen kannst du umboxen? Kommt auf die Frauen an. Wahrscheinlich. Ja, genau, deswegen wollte ich ihm das Szenario vorstellen. Nee. Wie viele Durchschnittsfrauen kannst du umboxen? Wir halten es erstmal einfach. Aber du musst ihm ja die Regeln erklären. So, sie stehen in einer Reihe vor dir und wenn du eine K.O. geschlagen hast, kommt die nächste. Die muss aber K.O. sein. In einer Minute. Das war immer noch nicht der Grundgedanke hinter der Frage. Der Grundgedanke war ja eigentlich gleichzeitig in einem Kampf. Wie viele kannst du umboxen? Das war ja immer der Grundgedanke. Wir müssen das jetzt nicht überinterpretieren. Gott, wie gesagt, ich kann nicht boxen. Eine? Okay, also... Eine, okay. Ich glaube, wenn es Pandas wären, dann wären es vielleicht noch ein paar mehr, aber gut. Ach, ja. Oha, also ich mit meinen 2,10 Meter betatsch für euch. Also die Antwort von deinem Mann war ja innerhalb von einer Minute 4 bis 5 Stück. Ne? War doch, glaube ich, oder? 4 bis 5 hat er, glaube ich, gesagt. Ja, ungefähr. Ja, okay, das war richtig wichtig. So, haben wir noch was zu besprechen? Hast du vielleicht noch irgendwelche Fragen, Agitator? Nee. Also ich freue mich, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. War ein ziemlich langer Talk und wünsche euch auch ein schönes neues Jahr dann noch. Ja, sehr gerne. Und danke auf jeden Fall. Wünsche ich dir auch. Freut mich auch sehr, dass du vorbeigeschaut hast. Können wir vielleicht demnächst nochmal irgendwann machen. Kannst dich gerne melden oder wir melden uns bei dir. War sehr angenehm. Ich wünsche dir dann auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schon irgendwelche Vorsätze und magst du sie uns verraten fürs neue Jahr? Gott, nee. Okay, alles klar. Ja gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend, mein Lieber. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Einen guten Rutsch auf jeden Fall. Ja, ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.